Weihnachtszeit begrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ekladum zu einem neuen Part Minecraft Anno mit dem Zwergenfürst. Ja, da bin ich mal wieder in der Minecraft-Welt. Da hinten sieht er noch ein bisschen mein Dorf. Ein bisschen mit dem Hintergrund erkennbar ist es. Zack, zack, zack. Ja, so schaut's aus. Mal auf in die weite Ferne, die sich da im Hintergrund aufbaut. Ja, ein bisschen Weg kennen wir schon. Da ist ja der Weg ist eigentlich klar. Darunter nehmen wir vielleicht heute ein bisschen anderen Weg. Aufpassen, dass wir hier nicht zu tief fallen. Vielleicht fallen wir ins Wasser. Wenn wir gut sind, wenn wir schlecht sind, fallen wir aufs Land und kriegen sehr viel Schaden. Ja, heute geht es mal ein bisschen auf Wanderung. Haben wir ja schon im letzten Part angekündigt. Ich versuche gerade hier mal langsam die Klippe runter zu gehen. Sehr langsam, wie es mir möglich ist. Ich habe gar keine Spitzhacke mitgenommen. Wie blöd bin ich denn eigentlich? Habe ich denn wenigstens eine Werkbank mit? Nee, das habe ich auch nicht mit. Alter Verwalter, muss ich halt mit meinem Fleisch abbauen. Das ist doch jetzt bescheuert. Kaufe ich mir wenigstens meine Werkbank. Sachen, ich habe kein Holz mit dabei. Was ein Scheiß, was mache ich denn hier eigentlich? Wie vorbereitet bin ich denn eigentlich auf die Reise? Ungefähr gar nicht. So schaut es zumindest aus. Mein lieber Herr, Versangsgein. So. Huh, das hätte fast falsch angegeben. Das war schon ziemlich tief. Das hätte wirklich kritisch sein können. Ja, fängt ja schon mal sehr spannend an, diese Reise. Und wir sind unten. Ja, so geht's doch auch. Ein bisschen Kohle. Na, Kohle haben wir dabei. Das müssen wir jetzt nicht abbauen. Aber wie wäre es denn mit Holz? Das wäre, glaube ich, nicht ganz schlecht. Hier mal den Baum hier fällen. Den haben wir schon so oft gefällt. Der wächst immer aufs Neue. Ja, dann holen wir uns ein bisschen Holz. Notfalls sind wir ja, so wie ich sehe, gleich in einem Waldgebiet und können dann auch noch ein bisschen Baum mitnehmen. Baumholz. Ja, da heißt es wieder ich und mein Holz. Best Friends Forever. HDGDL. So ungefähr. Und sollte man immer dabei haben. Ein Exemplar dieses wundervollen Stücks Holz. Exemplares Holz. So, was habe ich denn hier? 16 und 12. Daraus lässt sich doch was machen. Werkbank. Ein Setzling haben wir auch. Können wir was Neues pflanzen. So, die Fackeln brauche ich erstmal nicht. Ich habe erstmal nicht vor, runterzugehen. Unter die Erde.
Haben wir schon was wir so craften können. Steinspitzhacke können wir nicht machen. Dazu brauchen wir noch Stein. Aha. Stein können wir bestimmt auch irgendwo finden. Ist ja bestimmt auch irgendwo was vorhanden. Ums Eck. Na, Stein. Ich glaube, da bin ich hier eher falsch. Da sollte ich in eine andere Richtung gehen, aber ja, Stein lässt sich wohl noch finden. Ja, hier zum Beispiel haben wir ein bisschen Stein. Also eine Steinaxt, der steht nichts im Wege. Eisen haben wir jetzt nicht mitgenommen, aber ja, auch hier auch nicht gerade das Edelste. Eine Spitzhacke, womit man sich notfalls ein bisschen durchgraben kann. Ich will ja nicht unter die Erde. Oh, hoppala. Da müssen wir uns, glaube ich, erstmal eine Holzaxt leisten. Holzspitzhacke. Natürlich. Holzspitzhacke. Und jetzt abgraben. Ja, genau. Sonst kriegt man ja gar keinen Bruchstein. Wenn man es einfach nur weggräbt. So. Ein kleines Kreuz. Wenn das kein Zeichen ist. Das Kreuz markiert die Stelle. Und da muss was drunter sein. Vielleicht ist da die Diamantenquelle unter diesem Kreuz. Aber ja, wir werden jetzt nicht nachforschen gehen, was da drunter ist. Steinspitzhacke, superb. Da wäre es Holz und Steinspitzhacke. Sind voll gewappnet. Auf jeden Fall, das Bett stecke ich auch erstmal zur Seite. Nicht ganz weg, aber erstmal zur Seite. Rohes Fleisch. So. Dann geht es mal weiter. Schauen wir mal, wo wir heute so ankommen. Was wir hier so entdecken können. Ja, hier, um ein bisschen abzugraben, ist so eine Axt immer toll. Oh, da haben wir Blümchen. Die sammeln wir natürlich ein. Das kann nicht schlecht sein. Kann mal so ein bisschen was vor der Haustüre packen. Na, die gelben sind eher nicht so hübsch. Also ein bisschen rotes Zeug hier. Vor die Bude. Um es wieder mit zurückzunehmen. Ein bisschen Schönheit muss auch sein. Rosenstrauch, joa. Ein Rosenbeet vor der engen Haustür. Das kann doch nicht schaden. Müssen wir nur heile wieder zurückkommen, um das Item zu verlieren. Bruch. Da bricht das ganze Rosensträuchlein auseinander. Na denn. Neun Rosensträuchlein. Ja. Nicht schlecht, mein lieber Specht. Okay, es wird Nacht. Hol ich mein Schwert raus. Man könnte auch die Möglichkeit nutzen, das Bett dahinstellen und schlafen. Aber, dann, wenn ich sterbe, dann wache ich nicht wieder zu Hause auf. Es ist dann ein bisschen, ist ein bisschen blöd. Da würde ich, ja, lieber, wenn ich irgendwo mal einen Unterschlupf finde, so eine Zwischenstation, da kann man halt irgendwo mal ein Bett aufbauen, aber jetzt hier mitten in Landschaft und das dann wieder abbauen. Ah, ich glaube, das ist nicht so gerade das sicherste. Sand. Können wir was draus brennen? Sandstein. Warum können wir eigentlich nicht aus Kohle Diamanten brennen? Das geht doch irgendwie. War das nicht mal so, dass man das machen kann, dass das möglich ist? Hieß doch mal so, habe ich gehört. Oh, Schwein. Gute Nacht, Schweinchen. Dein Fleisch gönne ich mir. Bei der Gelegenheit. Schnell weg hier. Schaf. Wir müssten eigentlich schlafen. Das wäre am sichersten. Oh, eine Treppe. Schnell runter hier. Wow, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Weg hier. Schnell abhauen. Einen Apfel haben wir dabei.
Na komm. Ein bisschen neben. Bloß nicht stehen bleiben, das ist, glaube ich, relativ blöd. Ich hoffe, ihr seht noch was. Und es ist noch nicht zu dunkel. Für die Geschichte hier. Hier am Strand ein bisschen lang gehen, dass wir nicht zu weit in den Wald reinkommen. Da könnte ein Monster rumlaufen in der Nacht. Ja, notfalls ein bisschen durchs Wasser warten hier. Das ist, glaube ich, auch nicht falsch. Ja, ein kleines Flüsschen, was aus dem Ozean mündet. Oh, Zombie. Der will zu mir. Können wir das am Land ausstreiten hier? Das wäre mir lieb, dass ich nicht im Wasser hier rum mache hier. Zack, zack, zack. So hier. Komm zu mir. Komm. Trau dich. So, sehr gut. Haben wir den ersten Zombie bekämpft in der Nacht. Ja. Kriegen wir auch hin. Das ist nur ein Steinschwert. Ein Steinschwert, ja. Ne Steinschwert, genau. Oh, Creeper! Schnell weg hier. Geh mir weg. Geh mir aus den Augen. Creeper. Ich will dich nicht hören. Dieses Tsss. Mag ich nicht. Böser Creeper. So, wo sind wir denn hier? Wieder ein Monster. Zombies bekämpfen. Na komm, zack, 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 zack. Lass uns ja nicht treffen. Ja, super. Das läuft doch spitze bis jetzt. Wir haben auch ein kleines Gebirge. Sieht jetzt nicht so hübsch aus. Bei Nacht. Aber ja. Vielleicht haben wir oben ein kleines. Uah! Ich höre was. Ich höre einen Creeper. Vielleicht haben wir oben ein kleines Plätzchen, wo wir uns ausruhen können. Nein. Scheiße. Mein Leben. Ich muss mal was mampfen. Zack, 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 zack. Eigentlich mal was Gebratenes futtern. Bin ich wieder gesund. Jetzt könnten wir es gebrauchen. Aber die Nahrung ist voll. Gut, habe ich eigentlich eine Spitzhacke mit dabei. So, mal hoch hier. Uns nicht von Monstern treffen lassen. Zack, hier mal eine Treppe hoch. Uah, scheiße. Mist. Mist, 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 Mist. Ich höre doch schon Skelette und spüre sie auch. Das ist nicht gut. Hoch hier. In Sicherheit sind wir hier scheinbar noch nicht, aber... Ja. So, wir bekommen ein paar Herzchen dazu. Uha! Creeper, schnell weg. Haust du mir ab, Creeper. Verpiss dich. Huha! Nein. Wo ist mein Essen? Ich will jetzt hier nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Ich will hier mein Zeug behalten, meine Rosen und so weiter. Na komm. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Oh Mann, die Monster bei Nacht sind wirklich ein bisschen blöd. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Energie. Die dunkle Höhle sollten wir vielleicht nicht so nachts rein. Oh wei, ich stehe hier wirklich mal mein Bett auf. Das ist zwar ein bisschen bescheuert, aber... Ja, oder kommt der morgen schon? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Wir haben die Nacht schon sehr lange überlebt. Überleben wir sie hoffentlich noch weiter. Es wird blöd hier zu sterben. Eine Nacht werden wir doch langsam überleben können. So gut sind wir doch schon. Oder? So gut bin ich schon in Minecraft. Das kriege ich hin. Ist auch meine Aufgabe an mich selbst. Meine Challenge. Die bestehen wir hier. Daran soll es ja nicht mangeln. Werden wir hier bestehen. Geht es ja einmal hoch auf den Berg. Auf den ganz hohen Berg hier. In der Landschaft. Spitzhacken, da fährt man sie.
Einmal hier graben nach oben. Fällt hier gleich noch ein Monster auf uns hoch. Auf uns runter. Ein Monster auf uns hoch. Das ist auch ein interessantes Wörtchen. Wir haben hier ein paar Fackeln. Vielleicht können wir die hier mal benutzen. Das ist nicht mehr so. Zack. Wow. Sehen uns die Zombies jetzt. Die Monster. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ja, vielleicht halten sie auch. Werden sie auch davon abgehalten. Ja. Ich würde mal sagen, hoch geht's. Hinauf auf den Berg. Zack, die Luster geht's. Da, hinauf. Ich habe das Gefühl, mich langsam in den Berg hinein zu graben. Das habe ich nicht so wirklich vorgehabt. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Vielleicht können wir irgendwie außen rum. Vielleicht gibt es da einen Weg an der Seite lang. Ich möchte möglichst wenig rein in den Berg. Wenn ihr wisst, was ich meine. Vielleicht gibt es hier so eine Sparte lang an der Seite. Diese Holzspitze geht kaputt und es wird wieder Tag. Sehr gut. So, dann arbeiten wir uns hier hoch. Wie wäre es denn damit? Es ist zwar gefährlich, eine Seite lang zu hangeln, aber bis als mittendurch. So, zack. Das sieht schon gut aus, da kommt Erde. Das ist kein schlechtes Zeichen. So, jawollo. Hier ein bisschen näher ran an den Berg, so hier nicht vom nächsten Zombie runtergebuttert werden. Ein bisschen rein. Na denn. Ho! Oh! Wollte gerade sagen, hier ist vielleicht Platz für ein neues Gebiet, für ein neues Dorf, vielleicht was wir hier im Nachbardorf was wir erstellen können, aber alter Verwalter, was habe ich denn hier gefunden? Was ist denn da? Was sehen wir denn hier? Mein Lieber, Herr Versangsgein, hier auf dem höchsten Berg in der Umgebung oder was? Ja, scheint der höchste Gipfel zu sein. Ja, wir sind schon relativ weit oben. Wenn das kein Portal in eine andere Welt ist. Ein Portal. Ein magisches Portal. Oh, das klingt gar nicht gut. Sollten wir da reingehen? Hier vielleicht mal ein Bett davor aufstellen. Um wieder zurückzukehren. Das klingt gefährlich und sieht auch gefährlich aus. Weia. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Na dann, ich würde mal sagen, trauen wir uns rein. Ich habe Angst, mein Zeug zu verlieren im Jenseits, also hinter dem Portal können wir hier eine Truhe hinpacken. Mit dem Zeug, was wir schon gesammelt haben. Das wäre auf jeden Fall klug, dass wir nicht alles mit reinnehmen. Vielleicht kommen wir dann wieder hier raus. Können unser Zeug hier draußen bewahren. Truhe. Okay. Ich glaube, das wäre gut. Werkbank nehmen wir mit. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Aber so ein bisschen, ja, Fleisch könnten wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist nicht schlecht, aber die Rosen können wir hier schon mal reintun. Bruchstein. Ich weiß nicht, inwiefern wir das brauchen werden. Ja. Können wir auch gern verlieren. Kohle nehmen wir mit. Ein bisschen Holz. Ja, gibt es nicht so viel, was wir verlieren können. Die Rosen aber auf jeden Fall hier, die Blumen, die wir schon gesammelt haben.
braucht man hinter dem Portal ein Bett. Ansonsten packe ich das hier einfach rein. Ich glaube, wir brauchen da kein Bett. Schaden kann es nicht. So, Fackeln. Haben wir noch nicht viele mit dabei. Nehmen wir noch ein paar. Fackeln werden vielleicht nützlich sein. Fleisch. Die Erde können wir eigentlich wegschmeißen hier. Zack, weg damit. Brauchen wir nicht. So. Den Setzling können wir hier gleich oben pflanzen. Ja, wir bereiten uns hier gerade vor. So sieht's aus. So, gepflanzt. Das Ei weggeworfen. Ja, da. Ja, ich werf's hier einfach mal runter. Über den Abhang. Habe ich gerade wieder aufgesammelt. Zack, weg mit euch. Brauche ich nicht. Na denn. Fleisch. Spitzhacke und Schwert haben wir dabei. Haben wir noch Möglichkeiten für ein neues Schwert und eine Spitzhacke? Spitzhacke. Boah, seltsame Geräusche hier. Steinschwert. Steinspitzhacke. Ja, haben wir hier was parat. Kann man brauchen. Sehr aufgeräumt hier. Auf jeden. Na denn, dich nehmen wir mit. Und die Truhe lassen wir hier draußen. Für die paar Sachen, die wir drin haben. Und dann würde ich mal sagen, hopsen wir da rein. Puh, ich traue mich gar nicht. Na, ich würde mal sagen, auf drei. Augen zu uns durch. Eins, zwei und drei. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hallo? Na, das sieht doch anders aus. Rot ist hier alles. Wo sind wir denn da gelandet? Na holla. Huha, gleich runtergefallen hier. In der Höhle. Zombies. Monster hier. Was haben wir denn hier? Nether Quarz. Alles klar. Das Portal da noch oben. Dafür haben wir einen Bruchstein mit. Uns wieder hochzubauen. Okay. Alles klar, Nether Quarz. Abbauen. Kann man sammeln. Ist vielleicht ein bisschen wertvoll. Haben wir in unserer Welt nicht so sehr. Nehmen wir uns mit. Ein bisschen von dem Nether Quarz. Dann muss das hier der Nether sein. Wie es ausschaut. Willkommen im Nether, sage ich da nur. Alles klar. Erforschen wir mal das Gebiet.